Hallo hier meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Formel 1. Wir fahren heute im großen Preis von Jeddah und ich kack mir richtig ein, weil ich die Strecke gerade eben ganz kurz das erste Mal gefahren bin und deswegen nicht weiß, wo ich hinfahren muss. Oh Jesus, ne. Ich bin gerade eben mal 3 Runden gefahren. Hab mir das ein bisschen angeschaut. Und jetzt schauen wir mal, was geht, was rumkommt. Ach du Heiliger. Lecco mio. Hält das sich? Uff. 14 ist gut. Nice Quali. Und da sind wir auch schon beim großen Preis von Saudi-Arabien. Wir versuchen jetzt mal ohne Crash hier durchzukommen mit dem guten Start. Und ich bin noch kein einziges Rennen auf dieser Strecke gefahren. Deswegen kacke ich mir umso mehr ein. Monstermäßiger Start. Gasly macht komplett zu, der Wichser. Und drückt mich da in die Barrikade rein. Ich hoffe, dass nichts beschädigt ist. Boah, was ein Pisser. Wow. Ich bleibe jetzt mal geduldig. Ah. Irgendwas war bei mir am Bein gerade. Oh je. Bleiben mal geduldig. Guck mal, dass wir nicht abfliegen. Dass wir nicht wieder Letzter werden. Oder fast Letzter. Ocon kommt ordentlich angerauscht. Das ist jetzt in dem Fall meine 5. Runde auf der Strecke. Oh, wir brauchen mehr Motorleistung, ey. Das Ding ist so schlecht. Der Renault-Motor. Oh. Und wir holen ihn uns wieder. Aber er ist noch da. Und wir sind vorne. Erstmal. Ich hoffe, dass uns hier jetzt nicht irgendwo voll reinschallert. Heißes Battle mit Bottas und Ocon. Bottas hat ihn gekriegt. Ricciardo ist auch noch vorbei. Das schaffst du schon, Dietrich. Ich glaube auch. Wow. Etwas zu spät gebremst. Aber sehr gut. Oh, die fahren jetzt 2 in a row durch, beide Alpha Tauri heizen hier durch wie nix. Und das Webby Renault Racing Team ballert hier durch und hinterher. Also wir werden uns, glaube ich, auch nicht so weit vorne halten können, weil das ist nicht möglich mit dem Motor. Bleib mal geduldig, bis wir DRS kriegen. Uiuiui. Nichts passiert. Das ist halt eine saugefährliche Strecke. Du hast hier keinen Auslauf, du hast keine Zonen, wo du irgendwie ein bisschen Luft hast. Also kaum Zonen.
Das ist wirklich richtig wild. Es scheint, er hat ein Problem. Sehr gut. Mein Bottas ist schon wieder vorbei. Aber wir saugen uns an Gasly ran. Reicht das? Das reicht sogar. Vielleicht schaffen wir es sogar an die Punkte. Mick fährt da vorne. Schauen wir mal. Einen guten Exit erwischen. Schön dranbleiben. Also auf der Strecke ist halt verdammt wichtig, im DRS-Train zu bleiben. Ansonsten bist du hier ganz schnell weg. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen EAS sparen. Und jetzt kommt nochmal DRS-Zone. Also ich finde die Strecke mega, muss ich echt sagen. Ich finde die super krass. Ich finde die mega krass. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,5 Sekunden. Uiuiui. Komm wieder ran. Boah, den sollte man nicht mitnehmen. Du fährst auch sehr gut dafür, dass das deine 9. Runde ist. Ja, danke. Vielleicht könnte das jetzt was werden mit der DS-Zone. Was macht er denn? Diese Runde geht in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Mal gucken, ob wir einen Undercut machen oder ob wir eher vielleicht sogar einen Overcut machen. Aber die Reifen sind für den Overcut schon ganz schön runter. Der blockiert mich ganz schön, muss ich sagen. Habe ich das Gefühl. Aber jetzt gerade, dass der so eine Berührung hatte, war halt sehr unnötig, dass er da so zugemacht hat. Sind wir beide bloß von Mick ganz schön weit weggekommen. Also da sieht man einfach, wir haben halt auf der Geraden keine Chance, wir haben kein Highspeed, kein Topspeed mit dem Auto. Da müssen wir echt dran arbeiten, dass wir einen Motor kriegen. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird.
Okay, Tsunoda fährt rein. Dann machen wir jetzt mal einen Overcut bei dem Kollegen und probieren mal, ob wir weiter rauskommen. Ob wir uns jetzt ein bisschen Abstand holen können hier. Und dann vielleicht vor ihm rauskommen. Mit einem Stop, wenn wir uns jetzt nicht noch was kaputt fahren. Weil jetzt ist, glaube ich, noch nichts kaputt aktuell. Schade, ich wollte ihn reinziehen, aber das war dann zu eng. Wichtig ist ja, dass du halt ein Auto mit Traktion hast auf der Strecke. Aber das ist noch nicht möglich bei unserem Auto jetzt gerade. Ja, hast du echt nicht viel Traktion mit dem Teil. Okay, jetzt hoffen wir auf einen richtig guten Stop. Und dann gucken wir, was mit Tsunoda ist, ob wir vor dem rauskommen. Oh, das ist ein schönes Auto, ich mag den echt. Okay, wir sind sauber wieder rausgekommen. Mick ist wieder vor uns. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Da ist Tsunoda. Hat nicht gereicht. Aber für ihn hat es gereicht, an Mick vorbeizukommen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Reifen warm werden. Wie gesagt, seitdem die Heizdecken jetzt nicht mehr so warm sind, hat man echt zu strugglen am Anfang. Die Reifen sind in Ordnung. Der ERS-Train haben wir. Ich knall ein bisschen ERS raus, dass der Bottas jetzt nicht kriegt, weil das wäre jetzt nicht so gut. Wir kommen wieder ran an Schumi. Das ist sehr schön. Und gucken, dass wir nicht den Anschluss an Tsunoda verlieren. Das war ein sehr guter Exit. Aber es reicht nicht. Dass wir an ihn vorbeikommen und dann ganz schnell an Tsunoda rankommen. Oh, jetzt, warum macht er denn so langsam hier? Lass mich da vorbei, Mann. Sauber. Jetzt an Tsunoda ran. Und dann haben wir dann nämlich schon einen Dreierpack, wo wir vielleicht noch was holen können. Boah, lecco mio. Sehr gut, das türmt sich alles zusammen da vorne. Die brauchen jetzt richtig Zeit. Latifi, Norris und Tsunoda, oder? Norris, ja, genau.
Okay, jetzt kommt Mick wieder ordentlich ran, aber das wird nicht reichen. Oha. Das ist unsere Chance. Jetzt schön mitzuhalten. Oh, Verbremser von Latifi. So wie es aussah. Und Berührung. Gucken direkt an Tsunoda vorbei, sneaken. Jetzt bloß keinen Scheiß machen hier. So, Tsunoda rausgedrückt. Rausgeknallt und da vorne winken schon die Punkte. Zweites Rennen und schon Punkte. Für das brandneue Team. Oh, Jesus Christ! Was ist hier los? Und da sind wir in den Punkten. An Norris gleich dranbleiben, gucken, was hier geht. Ob wir irgendwie noch nach vorne kommen. Aber keine Fehler machen, nur nicht zu viel wollen jetzt. Wir können auch gut mit dem 10. Platz zufrieden sein mit dem Fahrzeug. Es ist ein Wunder, dass wir eh überhaupt so weit vorne sind. Ey, was war das denn gerade? Jetzt kann man schön ransaugen. Ja, vielleicht erste Punkte, ja, so sieht's jetzt aus gerade. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 20,2 Sekunden. Okay, bei Aitken läuft's anscheinend nicht so supi. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Was ein Exit. Jetzt hat er natürlich DRS und kann natürlich Gegenangriff machen. Gegenangriff starten. Und der wird jetzt kommen. Okay, du hast eine Position verloren. Bleib am Ball. Ja, Tsunoda ist aus dem DRS-Train raus. Das ist sehr gut. Stech mal hier rein. Uiuiui, Verbremser. Wow. Nichts passiert. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 Sekunden. Okay, ich glaube auch, dass das ganz schön eine Strecke für mich ist, so wie wir hier rankommen. Noch
Okay, Norris ist in der DRS-Zone. In der DRS-Zone, was ist denn los halt? Gelbe Flaggen voraus. Grüne Flagge. Die war richtig gut. Nur jetzt nichts verlieren. Norris ist auch aus dem DRS-Train raus. Sauber und wir sind drin. Können uns jetzt ransaugen und ihn vielleicht in der nächsten Runde noch wegsneaken in der letzten. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. So sieht's aus. Latifi ist raus, ja. Jetzt hat's geklappt. Vorher bei Mick hat's nicht geklappt. Aber das Speed reicht trotzdem nicht. Was war das denn für ein Exit? Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und da hat der Haas zu viel Motor. Da kommen wir nicht mehr ran, aber trotzdem ein monstermäßiges Rennen, Alter. Was war das denn? Wahnsinn! Auf 14 gestartet, glaube ich, ne? Und dann auf 9 gefahren in die Punkte. Unsere ersten Punkte mit WRT. Wöppi Wöppkopf hat das Ding gerockt, Alter. Beeindruckende Teamarbeit und eine. Guck dir nach dem Rennen das Fahrerranking an. Wahnsinn, das war wild. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Max Verstappen übernimmt nach diesem so, wir sind auf 9 gefahren. Tsunoda ist auf 11 geblieben. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen. Oh, Aitken 21, scheiß die Wand an. Letzter. Für mich ist das heute Dietrich. Heute hat sich eine Menge Dietrich, getan, habt ihr gehört? Er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Dietrich. Zeit, einen Blick auf die Dietrich war der Einzige, der sein Potenzial komplett ausschöpfen konnte. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorne. 2 Punkte wow, auf dem Konto. Auf jeden Fall ein in dem Fall würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schaut auch wieder beim nächsten Rennen rein. Bis dann. Und ciao.